mal kurz 2 Stunden oder eigentlich sind es 3, mal kurz was zu machen. Mal neues Wissen. Der Magier-Clan-Kriege beschworen die Wistscherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrustet. Am Ende überdauerten sie ihre Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Runen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Nicht genug Hass. Ich fand den Fluchtplan trotzdem gut, den ich da gerade hatte. Aber eigentlich ist diese komische, ich drehe mich durch die Gegendfähigkeit eigentlich besonders dafür nützlich, um zum Beispiel in so Lebenspunkte, Tränke reinzukommen und gleichzeitig Schaden zu machen, weil man kann sich ja, also es ist echt schwierig, sich zu bewegen, wenn Gegner davor stehen. Also ich bin an Diablo auch schon mehrfach gestorben, also gestern, wo ich ihn getötet habe, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe, in so einen Heilbrunnen anzuklicken. Das eine Mal richtig bitter war, da war kurz vor knapp der Kollege und ich stand halt direkt an so einem Heilbrunnen. Eigentlich war die Sache sicher, aber ich konnte ihn nicht anklicken. Naja, dann war halt doof. Echt? Wo denn? Ah, nee. Immer schön beweglich. Oh, die Viecher. Ah, ekelhaft. Okay, er ist tot. Vampirspeer der Schlangen. Ich sollte diese Rolle echt viel öfter einsetzen. Also, hätte ich früher schon tun sollen. Kann Kull noch um was Neues reden? Nö. Neu ausbilden. Ich habe das noch nie gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie Geld kostet oder so. Oder ob ich das... Weiß ich nicht. Aber ich vermute mal... was ist das hier eigentlich für Tersehen? Kann man die irgendwie anzünden? Ich brauche Feuer. Zumindest ist man darin relativ langsam. Naja, und vor allem gibt es hier drin nichts. Uralte Knochen, Ruckel. Oh, zerfallenes Tagebuch, das finde ich ja schön. Meine Mutter hat mich davor gewarnt, der Magierarmee beizutreten. Hätte ich nur auf sie gehört. Im Morgengrauen senden sie die Infanterie gegen die Wistscherei aus. Ich weiß nicht, wie wir das überleben sollen. Vielleicht werden wir es nicht. Es ist hier so schön. Vielleicht würden sie nicht bemerken, dass ich fehle, wenn ich mich in den Bäumen verstecke. Welche Bäume? Oh, das muss schon länger her sein. Ich fühle mich gestärkt. Diese Insekten übrigens, die ich herabbegegnet habe, die schicken ja so eine kleine Insektendose. Erst diese kleinen Insekten machen den Schaden. Und den kann man noch ausweichen. Oder beziehungsweise mit der Zauberin kommt man eine Druckwelle zaubern. Das ist ein Skill, dann kommt man die Pfeile abwehren. Haut ab. Ich kenne euch nicht. Tschüss. Ah, wie beweglich ich nicht einfach nur bin. Ach, das ist herrlich. Also die Beweglichkeit ist schon echt ein großer Vorteil von der... was tut Gewalt? Das kann ich denn jetzt Schönes? Schrecken der Nacht? Schattenkraft? So, Todgeweiht. Achso, das war ja der Mist hier. Vorbereitung, nee, ich bleib hier schön bei Salto. Das war Lauffeuer, Brauchwolke, Schattenkraft. Was kann ich jetzt? Ihr Ziel und gewinnt rein. Ich finde die Rauchwolke aber halt immer noch am sinnvollsten, ne? Ihr halt pro Sekunde zu viel Hass, während Schattenkraft aktiv ist. Ja, aber das ist halt nur 3 Sekunden lang, ne? Also das könnte hinterher nützlich werden. Ich glaube, ich übe damit einfach mal zu spielen. Rauchwolke setze ich ja eh weniger, ich mache ja mehr Rolle vorwärts. So, Ausweichschutz, Schrapnell, ihr Feuerdeckung zu sichern. Okay, warte mal, das könnte wieder sinnvoll werden. Ich habe einen neuen Verbündeten, doch meine Feinde werden... Was? Er hat das Spiel betreten? Hau ab, Junge! Oh Gott, nicht Caps. Ich hoffe, der geht auch wieder raus, wenn ich mich gleich... Oh Mann, ey. Dass man kann sich zwar auf D&D spielen, sodass sich niemand mit einem unterhalten kann, man kann aber nicht aus dem Spiel komplett raus. Achso, warte mal, er liest das noch gar nicht. Er lädt da wahrscheinlich sogar noch. Ach, das ist jetzt richtig doof. Mann, ey. Ich will die Verzauberung wieder dabei haben. Wenn ich gleich rausgeht, dann muss ich hier leider unterbrechen, weil das geht sonst nicht. Sonst raste ich aus. Ich möchte alle Dialoge mitnehmen. Das geht halt nicht, wenn die Verzauberung nicht dabei ist. Weil die redet halt doch relativ viel, wenn man hier rumläuft. Die sagt ja immer situationsbedingt, was ich meine, solange ich mich nur durch die Wüste durchschnetze. So ist der jetzt bald mehr fertig hier mal. Was ich... Ich LP gerade. Ich hoffe, er weiß, was ich damit meine.
Ich habe so viele Freunde, ich sollte einfach keine Leute mehr adden. Ruhe, lass mich in Ruhe. Achso, Schattenkraft hier. Oh Mann, ey. Ich glaube, er ignoriert mich einfach ganz cool. Finde ich ja super. Achso, und die Insekten fliegen auch an einem vorbei, die fliegen ihn nur gerade aus. Dass man noch keine Leute rausschmeißen kann, das ist echt nervig. Das ist, wie Blizzard scheint nicht vorgesehen zu haben, dass es Leute gibt, die tatsächlich alleine spielen wollen, einfach wegen der Story. Oder weil zum Beispiel, es können ja auch ein Freunde zum Spiel hinzukommen. Hallo? Ich dreh durch. Oh. Stimmt, das wollte ich gerade ausprobieren. Ja, vor allem kann er eh nicht mehr spielen, der ist Level 11. Der würde im Einschlag würde er sterben, das ist so sinnlos. Ohne Reisetasche. Wir, die Zakarum, wollten Kaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Warte mal, ich habe da mal eine Idee. Ich ziehe das hier mal auf die 1 und mache den einfangenden Schuss mal lieber auf die 3. Oder noch besser, am besten ich mache den einfangenden Schuss auf die 1. Da brauche ich noch am öftesten. So, weil jetzt das ist ja eigentlich auch quasi eine normale Angriffsfähigkeit. So, okay, er ist mir einfach nur hinterhergejoint. Das kann mir auch irgendwie zum Nachteil gereichen. Ob das so gerade die beste Idee war? Ich meine, das sieht ganz lustig aus, aber nee, ich will meine Verzauberin wieder haben. Ja, dann... Na gut, das ist natürlich auch eine super Kampfmethode. Ja, das funktioniert sogar, das wird, ne? Das verbraucht zur Ostdisziplin, weil ich kein... kann ich das... Das muss ich mal kurz ausprobieren, ob ich das noch schießen kann, wenn ich keine Disziplin mehr habe. Ich muss mal hier eben... Ich brauche mehr Disziplin. Okay. Schießen kann ich trotzdem damit. Okay, alles in Ordnung. Ich mache daher bloß keine Rolle rückwärts. Na gut, das ist in Ordnung. Hier drin. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Herzlichen Glückwunsch, ich möchte ja ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Und das, dadurch habe ich halt nie Disziplin. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Aber die Explosion ist halt extrem geil. Also, das ist ganz nützlich. Das ist quasi so eine Mischung aus Bola-Schuss und Dings, ne? In tausenden Jahren Geschichtsschreibung kann ich keinen einzigen Bericht darüber finden, dass je ein Gefangener das Exil in den trostlosen Sanden überlebt hätte. Die Wüste ist übersät mit Knochen, die von den ewig kreisenden Blutfalken oder ausgehungerten Lakuni abgenagt worden sind. Wer hier stirbt, erlebt sein Ende ohne das heilige Licht. Ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Das ist eigentlich eine lustige Kombination. Was kann hier der... Ja, vor allem, das kostet ja zum Glück keinen Hass. Und das macht sogar noch mehr Hass. Das hört sich wie cool an. Bum, bum, bum. Jo, sagt er. Schön. Geht der jetzt raus, oder... hat er mich jetzt einfach geflissentlich ignoriert? Oh. Hat den Erfolg... Ah, Mann, ey. Manchmal checken es die Leute einfach nicht. Na gut, dann mache ich Aufnahmepause. Ich muss eh gleich los. Ja, heute starte ich die Aufnahme tatsächlich mal im Menü. All dieweil ich ja mal das Auktionshaus zeigen wollte. Ich sehe gerade hier die Questauswahl ist ja gerade irgendwie falsch. Wir müssen ja hier hin. Folgendermaßen. Fun Fact, wenn man Diablo im Fenstermodus spielt und skaliert, also draußen größer macht, denn der behält das 16:9 Format bei. Also wenn man die Breite größer macht, dann wird auch das Bild größer insofern. Egal, ich wollte mal zum Auktionshaus hotten, ich habe gerade nicht so viel Geld, aber das ist egal. Wir suchen nämlich einfach mal eine hübsche Armbrust für Serena, meiner Dämonenjägerin, obwohl die hat ja nicht gerade eine hübsche Armbrust. Moment mal. Wo war denn das hier? Ich kann mal ein bisschen, oh Gott, das muss ich rausschneiden, sonst enden mich hier alle, das wäre nicht gut, da habe ich keinen Bock drauf. Also folgendermaßen, inspizieren. Und zwar, was brauchen wir noch? Wir haben auch hier nur so ganz schlechte magische Armschienen, die ab Level 12 sind. Das ist ja totale Murks, das Zeug. Da holen wir uns mal ordentliche Armschienen. Mal gucken, was wir da finden können. Wir suchen auf jeden Fall Einhand, Wespeglas, Gegenstandstyp. Moment mal. Kann nur Waffen suchen? Nee, halt.
Juwelen, Ausrüstung. Hä? Hä? Okay, Moment mal. Ich bin gerade verwirrt. Ach, Rüstung, klar. So, und jetzt suchen wir Armschienen, haben wir gesagt, ne? So, sagen wir mal, sie ist jetzt Stufe 21, sagen wir Stufenreichweite von 15 bis 21, weil wir würden das Zeug ja sofort anlegen und wir hätten gerne als Werte, auf jeden Fall wollen wir Geschicklichkeit haben. Und ich finde auch Vitalität ist immer ein schöner Wert. Und wir sagen mal maximal Sofortkaufpreis 10.000, mal gucken, was wir Schönes finden. So, was haben wir denn da? Sofortkauf, Kettenklotz, was kann das Ding? 6 Geschicklichkeit ist jetzt nicht so der Hammer. 24 Geschicklichkeit, 1 Geschicklichkeit, 28 Vitalität. Nö. Ja, schon mehr. Na. Ah. Okay, finden wir alles nicht so die Top-Sachen. Ich kann ja mal ein bisschen die Stufenreichweite noch erhöhen, weil eigentlich ist es ja egal, ab welcher Stufe das Ding ist. Hauptsache es ist gut. Sagen wir mal 15.000 ist egal, alles, was ich in Geld habe. Zack, kommen wir raus. 15.000 das Ding, Eisengeschichte, ist ja Murks. Ich gehe einfach mal auf Seite 15 hier. Ne, ich mache mal wieder auf 10.000. Das war eigentlich ganz gut so. Ich will nicht schreiben. Ja, also Aktionshaus, großer Spaß. Also gestern habe ich einen extrem guten Stab für meine Magierin geschossen. Heute hält sich das hier eher so in Grenzen. Ich kann ja mal einfach nach dem Preis ordnen. Hier, Wächterklotz. Nö. Okay, einfach mal nach Rüstung. Also das erste Ding, das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, ist mit den drei Eigenschaften. Das nehmen wir einfach mal mit. Einfach mal exemplarisch, um es zu zeigen. Zack. Sofortkauf. Für 10.000 haben wir raus. 19.000 haben wir nur. Klack, gekauft. Komisches Eisen. Meins. So, und jetzt kann ich hier bei abgeschlossener Auktion gucken. Ich habe anscheinend... Oh, ich habe die zerbrochene Krone für 8.500 verkauft. Coole Sache. Das zerbrochene Krone war ein legendärer Gegenstand, den ich mal gefunden habe. So, das Ding sende ich auf jeden Fall in meiner Beutetruhe und die Kohle hier auch. Schön, schön, schön. Gut, dann haben wir das gute Stück und dann können wir eigentlich unser Spiel fortführen. Und dann gleich mal mit der neu erworbenen Armschiene richtig durchrasten. Durchrasten? Ausdruck ist schon schön, nicht wahr? Wo bin ich denn hier? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich hier mitten in der Landschaft starte. Ich hätte eigentlich gedacht, ich starte in der Stadt. Na gut. Ich brauche eben einen Verzauberer. Ja doch, die Verzauberin brauche ich wieder, sonst... Das leuchtet da hinten so schön. Aber cool habe ich noch dabei. Ist ja schön. Ich habe immer Soltun genannt. Ganz lieb. Jetzt steht das Spiel. Auch nicht schlecht. So, und dann haben wir hier unsere Beutetruhe. Und da müssten erstmal 8.500 Gold mehr drin sein. Ja, die sind schon da. Und... Wo sind sie denn? Da sind unsere Tip-Top-Armschienen, die wir gerade erstanden haben im Aktionshaus. So toll sind die zwar auch nicht, aber ich wollte es eigentlich nur mal zeigen. Also eigentlich ist es Quatsch für niedrige Level, Sachen zu ersteigern, weil es eigentlich hätte ich auch schon 39 Armschienen gehabt, die sind nur 38, was soll's. Ja, das... Ich weiß nicht, das auf niedrigen Leveln Gegenstände kaufen, finde ich jetzt nicht so sinnig, so übermäßig. 10% mehr Gold. 20 Geschicklichkeit? Na, ich leg mal den Geschicklichkeitsgürtel an, der jetzt übrigens nicht nach rechts sollte. Sondern dahin. Das vergesse ich jedes Mal. Was habe ich denn hier? Achso, das ist übrigens eine Zweihand... Nein, war das hier. Genau das hier war die Zweihand-Armbrust. Die werde ich aber... Die werde ich aber eventuell, wenn es soweit ist, trotzdem nehmen. All die Wahl mit dem Köcher hier dazu ist, macht das wieder Sinn. Und der hatte ich nicht... Ach genau, ich wollte die Handschuhe anziehen, die guten. Die besseren. So, jetzt sollte ich nicht so viel rumfällen. Jetzt nehme ich erstmal die ganzen Diamanten hier noch mit. Oder Kristalle, wie auch immer. Zack, 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 zack. Und dann geht's zum Wiederverwerten, all dieweil ich, bin relativ arm an Essenzen, all dieweil ich halt viel hergestellt habe. Mit einer anderen Charme, muss ich dazu sagen. Und davon gehen die Essenzen mal ganz schön runter, also hinterher kostet das echt viel, so 25 Essenzen für einen Gegenstand. Ich hatte vorher mal zwischenzeitlich fast 200. So, hier ist der Habgierige Shen, den haben wir uns neu erkämpft, den Kollegen, der kann nämlich jetzt auch aufwerten. Der macht uns erstmal einen Rubin hier. Zack, einen fehlerhaften Amethyst. Ich hätte das andere Zeug auch noch mal mitnehmen sollen. Das ist übrigens nicht ganz billig, der Spaß hier, muss man dazu sagen. Also, das kostet hat alles seinen Preis. Weiß nicht, ob ich mir vielleicht mal was sockeln sollte. Ah ja, komm, ich sockel gleich irgendwann mal was. Einfach mal so, hau mal ein bisschen was Makelloses weg. Im E-Fall, wenn ich die so wegschmeiße, darf ich bloß nicht vergessen, die wieder zu entsockeln und meine teuren Diamanten da wieder rauszuholen. Oder, na, Diamanten gibt es ja nicht mehr. Diamanten gab es nur in Diablo 2. Das waren ja die Dinger, die Resistenz gegen alles gemacht haben, was ja ganz praktisch war. Aber jetzt müssen wir uns entscheiden. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, setze ich mal lieber, ich glaube fast, ich setze in Vitalität. Mal gucken, was ich besser habe.